Hallo, Freunde des Point-and-Click-Adventures. Wir Unschwerken Korn. Ja, eine neue Folge von Let's Play Eckabrichter aus mit Mighty Man gefunden. Yippie! Applaus, dass ihr diese Folge gefunden habt. Ja, also. Das war's. Das ist eine Superquest. Also, fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Also, hallo, Freunde von Eckabrichter aus. Ja. So, Klassiker wurde gesagt, klicken wir auf den Spielenknopf, wie ich sonst auch immer an dieser Stelle tue. Fuck, 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 fuck. Wo können wir hingehen? Ach, hier waren wir so in dieser Scheißlage. Geh nach Anstalt. Vergiss es, dort oder andere Tiere. Treppe, Treppe auf, Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Nimm Anstalt! Ich nehme bereits eine Menge schlechter Erinnerungen von dort mit. Können wir den Mond ins Inventar packen? Schon Kaiser und Könige wollten den Mond. Jo. Erstmal schauen wir hier. Was können wir hier finden? Eine Autotür. Können wir uns die Autotür klauen? In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Stichwort Unfallreg. Kofferraum, nimm den Kofferraum. Da ist ein Abschlepp. Abschlepp, ein Abschleppseil. Oh, hallo. Hast du alles? Ich kann einfach nicht. Ich schätze, sowas passiert ja, ich einfach, hab mal den Dialog, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Ja. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Toll, konnten wir murmelte sehen. Irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie jetzt alle ganz durchgeknallt. Ich hab das den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Er hat Nope gesagt, hat Nope gesagt. Fährt das Auto noch? Okay, ich zieh die Frage zurück. Scheiße. Der Wagen ist im Arsch. Uns fehlen die Leute. Es ist mitten in der Nacht. Boah, da haben wir die Kacke am Dampfen. Und das ist fast so schlimm, wie dass ich noch nicht so genau weiß, was ich als 1000-Viewer-Special machen soll. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Ja, scheiße! Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgibt. Verdammte Scheiße! Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte, immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? So? Klar. Wenn du dreimal hintereinander... Gibt es auch einen? Ja. Zieh eine... Habt ihr gesehen? Die zweite daneben. Die letzte. Richtig. Gleich die Ecke. Richtig. Wir achten auf die Augen. Die zwei. Dann.
Die letzte... Richt. Die zweite... Richt. Die zweite... Genug gespielt. Lass dich. Danke nach Farbig. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens nämlich. Was können wir hier machen? Gehst du zum Tümpel? Zum Tümpel? Geh zur Böschung? Ja, geh nach Straße. Straße. Moment, erstmal reden wir den Poki, bevor wir irgendwas Fatales machen. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte HW-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hinten und vorne nicht hingehauen. Also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht offen genug. Also es passte von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt... Ja, dieser Raum hat eigentlich auch mal wieder keine inhaltliche Relevanz. Ich fand aber einfach das Gefühl besonders spannend, dass Edna jetzt hier im Inneren dieses Lieferwagens, dieses Parkenden rum... Ich krieg den... Ich krieg. Fuck. Oha. Hey! Stopp! Da sind noch sogar die... Ich muss einen an... Verdammt. Ja, jetzt das Seil hängen. Können wir nicht da runtergehen? Okay. Ein Haus mit... An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe, guck mal Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet, da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen? Wow. Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Müssen wir machen. Guck mal, Harvey.
Der Mond. genial! Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert. Also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond. Sonst eben die Ausgänge, die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten. Aber ich hielt es für richtig, nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der Cutscene ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Bla bla bla, können wir nicht, habe ich mit Anstalt. Wir sind endlich draußen, Harvey. Endlich den Traum von der eigenen Eisdiele verwirklichen. Oder wir beweisen erst einmal die Unschuld meines... Auch gut. Wieso gehe ich eigentlich hier hoch? Moment, hier haben wir noch Puck nicht. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus. Wussten wir schon! Angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass es halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen, alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften, und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen, wird es halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ach, scheiße eben. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt... Scheiße, sag ich so. Animation! Geht nicht, das... Fuck, verdammte Scheiße. Und ich sag jetzt schon mal, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Miles Bemann verzweifelt versucht, ja eben, das Tor aufzukriegen und weiterzukommen. Tschüss!